Herzlich willkommen zurück zu die Wettergefechte. Diesmal mit den Richthofen. Wir haben zwei Runden in eine Folge gemacht. Den Zorner und den Conqueror haben wir ein bisschen verglichen. Ich glaube, Damage pro Zahl waren, glaube ich, beide relativ ziemlich sehr gut dabei. Drei Abfackler, okay. Die haben, glaube ich, das Rennen haben sie, glaube ich, eher durchtickern lassen. War nicht so. Also ist mit den Damage, glaube ich, das war der mit dem Kaliber, macht das auch einen Unterschied. So, weiter mit den Richthofen. Mal gucken, wie es jetzt wird. Anfang der Runden, sagen wir, erste zwei Runden mit Richthofen richtig geil. Und jetzt die eine letzte Runde verloren. Ist ein bisschen schade. Das meinte ich, einzustellen in eine Runde, finde ich persönlich besser. Die können die Kreuze und Schlachtschiffe relativ gut spielen. Zerstörer sind ja relativ im Fokus, aber naja. Aber es ist wieder kein Dings gegnerischer Richthofen. Das ist eigentlich ein bisschen schade. Schade, schade. Na, ich fahre einfach vorne an die Insel ran. Ah, stimmt ja, hier ist ja wie. Ah, Vetrus. Vetrus ist nur bei den schlafenden Riese? Okay, das ist ein bisschen belastend. Aber wir haben den Heal. Ich weiß, wir testen hier mit den Heal, was die Deutschen aushalten können. So, ich denke mal, die Zerstörer holen jetzt mal, holen den Heal. Ich fliege jetzt mal rüber, um ein bisschen zu spotten. Die Liga schon gesetzt, also schon will ich persönlich nicht. Ich suche ja die Ziele aus, wo ich den Zeitwegs mal Team ärgern kann. Zwei Radarschiffe im Feld, das ist so auch gut zu wissen. Und schon mal die Stalingrad. Das ist ja Kurio. Was? Lol. Das ist mal sehr interessant. Ich weiß nicht, wo unsere Zerstörer hinfahren will, aber... Den hier soll man schon mal mitnehmen, Jungs. Lieber Herr Zerstörer. Ach du Scheiße, uns ist jetzt das AFK. Das ist jetzt ein bisschen belastend jetzt, oder Disconnect. Weil er auf die Karte bewegt hat, was sich auch kaum bewegt. Stein in den Herzen wieder. Ah, das ist Giering. What the fuck? Ich weiß nicht, warum der Zerstörer den Lebenshehl nicht genau geholt hat.
Soll ich als CV jetzt den jetzt einsammeln oder was ist los? Ich soll echt Ideen einsammeln. What the fuck? Heatmove ist aber auch sehr gewagt. Ah, gut, der Zorn holt den, das ist schon mal ganz gut. いちいち言われなくても分かってるっての。 Das ist das Problem, weil keiner den einen hier geholt hat. Und das ist das, gerade was ich meine, das Traurigste. Der Zerstörer ist irgendwo in den Arsch der Welt lang gefahren, die hier nicht eingesagt, gar nichts. Und die Mädels müssen irgendwie den blöden hier irgendwie holen. Wie als sie vor Christus kein Leben wieder hergestellt. Das ist aber ein bisschen belastend, finde ich.
helfen mal die Z da oben in Yoshino. Die kommt auch zu betrüglich nah. Kuh hat schon Großkaliber. Mit den CVs und Co. Das ist echt krass. Schön CV ist raus, das ist super. LOL! Der wurde aber extrem spät mir angezeigt. Das war klar. Das ist das Schiss, was ich fand. Keiner hat den blöden Heal geholt und ich als CV musste daran von hat übelst viel in den Keller gekriegt. Junge, schieß doch mit AP! Fährst du nicht Vollgas? Oh, down, Alter. Und dann, ich war aber nur noch nicht, ich habe überhaupt nicht verstanden, warum der Zerstörer es in die hier nicht geholt hat. Keiner, der es in die hier geholt. So habe ich überhaupt gar nicht verstanden, warum das einer überhaupt das nicht gemacht hat. Ich hätte sowas in das holen müssen. Wäre nicht meine Aufgabe, aber das Ding wäre für mich persönlich viel zu wichtig. Weil CV ist das hier, hat man gesehen, echt stark. Die Flieger haben die fast kaum nur noch runtergeholt, wenn du den hier schon hast. Die haben alles noch voll live. Also die haben noch nur eine Kribbel, die nebenbei auch noch. Ich schieße da mit der AP, wo es angewendet ist. Ja, mal gucken, was machst du jetzt mit dem Yamato jetzt? Weil. Wenn der richtig schön Frontal zeigt, wenn die Zitadelle erwischt, dann muss man eigentlich richtig schön Damage machen. Du
machst so kein Damage. Aber die Krimmel. Ich verstehe auch nicht, warum. Ich habe keinen Plan, warum der mit AP frontal schießt. Jetzt lieber die eine Seite aufbewahrt für die Yamato. Oh no. Ist eigentlich ein bisschen schade. Die hätten mir eigentlich die Runde easy gewonnen. Wenn es nicht so Brain AFK zerstören, ich wäre. Hätte ich mich weiter unten und mich aufhalten müssen. Aber der hat übelst den hier komplett nicht genommen. Deswegen. Wenn man den sofort hätte, ja. Weil der. Wie alle haben den Cap, also den hier Cap komplett ignoriert. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich glaube, die wussten, die konnten, glaube ich, im Modus persönlich, glaube ich, überhaupt nichts anfangen. Fand ich schon ein bisschen traurig schon. Aber naja, kann man nicht immer. Ja, Kleber, jetzt muss man nur zeigen, was du performen kannst. Ich verstehe gar nicht, warum die Meat für Hakuya. Also den Schuss habe ich schon gesehen, aber Richthofen besitzt noch als Gegner und überhaupt gar nicht. Das ist so merkwürdig. Ich glaube, das ist schon eine extra lange Folge. Ich finde es ein bisschen komisch, als die V-Wissen nicht repariert. Das finde ich ein bisschen schade. Hier wäre es mit dem Schwimmen ein bisschen zu stark. Yeah. Ein Henry noch, Gottchen. Dann ist es auch so ein riesen Gegner. Hindenburg fällt aber sehr aggressiv, finde ich, für meinen Geschmack. Was ich meine, die Desmond ist auch so ein Schiff, was sehr, sehr stark stationär auch gespielt wird.
Ja, ich habe auch nicht so nicht verstanden, was der Hindenburg eigentlich vorne wollte. Nach hinten, wo nett ist nur. Ja, da muss man, glaube ich, antreffen, wie schnell er vorwärts gefahren ist. Das war teilweise nicht mal feierlich. Das war irgendwie auch klar in die Klebe, ja. Der fährt leider nicht an. Ah, der fährt zurück, das ist super. Also, aber ich mag den Modus überhaupt. Ich weiß auch nicht, warum dieser Modus eigentlich in das Spiel hier reingekommen ist. Das ist mehr als diese Yamaha-Modena da hinten, was so steht. Der ist auch noch voll live. Wir gewinnen auch keinen Blumentörfer bei diesem komischen Modus. Schau, das hat so stark angefangen mit der Richtung und fängt es nur noch links zu laufen. Ja.
Schade. Ja klar, ich muss schon mal eine Runde Schlachtschiff spielen. Das ist so. Ich weiß auch nicht, warum ich jedes Mal diese Kack-Modus einfühle. Der Modus ist so beknackt einfach. Wenn du keinen Zerstörer hast, was in der Mitte immer nicht mehr fährt, dann hast du schon verloren. Ich finde den Modus so einfach wirklich. Weiß doch, der CV hat doch ein Dings hier. 10 Sekunden Cooldown auf den Bumm. Mit dem Brennen. Schade. Die Richtung hat ganz am Anfang richtig funktioniert und dann zum Schluss nur noch Kacke. Der Hindenburg ist komplett gleich in den Tod gefahren. Ich weiß auch nicht warum auch persönlich. Ist eigentlich ein bisschen schade. Ja. Ich denke mal, da wünsche ich euch noch einen schönen Tag, noch einen schönen Abend, noch ein bis das nächste Mal. Tschüsski.